Die CDU ist in den Umfragen ja weiterhin stärkste Kraft und liegt teilweise deutlich vor AfD oder SPD. Doch das liegt weniger an den Inhalten, sondern eher in der Ablehnung der Ampel. Und die AfD rückt in den Umfragen näher an die Union heran. Da ist der Vorsitzende Friedrich Merz vor allem innerparteilich dann doch umstritten. Und das ist sicherlich mit ein Grund, warum er zu einer Art Befreiungsschlag angesetzt hat. Er hat kurzerhand seinen Generalsekretär Mario Chaya gefeuert. Offiziell heißt es, einvernehmlich geht der Mann. Der Nachfolger, der steht bereits fest, Carsten Linnemann. Heute soll er den Spitzengremien der Christdemokraten präsentiert werden. Da gibt es aber auch noch ein anderes wichtiges Thema, das Sie da besprechen müssen, nämlich den Fall Maaßen. Der Ausschluss des Ex-Bundesverfassungsschutzpräsidenten wurde nämlich in Thüringen vom Parteigericht abgelehnt. Seine Zeit als Generalsekretär ist vorbei. Nach gut 1,5 Jahren wird Mario Chaya ausgewechselt. Personalbeben bei der CDU. Ich habe mir die Entscheidung, einen Wechsel in der Position des Generalsekretärs der CDU vorzuschlagen, nicht leicht gemacht. Mario Chaya und ich kennen uns seit vielen Jahren und ich schätze ihn. Daran wird sich auch nach dieser Entscheidung nichts ändern, twittert Parteichef Friedrich Merz. Die Trennung? Angeblich einvernehmlich. Doch Fakt ist, als Generalsekretär galt Chaya für viele in der Partei als Fehlbesetzung. Seine Aufgabe? Den Oppositionskurs voranbringen, das Profil der CDU schärfen. Der Generalsekretär ist sozusagen der Boxer der Partei. Austeilen, einstecken und dahin zielen, wo es dem Gegner wehtut. Doch Chaya wirkt in seinem Amt blass. Angriffe auf die Ampelpolitik gibt es kaum. Konservative Wähler fühlen sich nicht abgeholt. Merz muss handeln. Es könnte sein, dass er sich jetzt jenes Momentum verschafft, den Kurs der CDU so zu ändern, dass wieder Wähler daran gehindert werden, zur AfD oder zu den Nichtwählern abzuwandern, jenen Kurswechsel also nun zu vollziehen, den er bei seinem Amtsantritt zu vollziehen sich nicht getraut hat. Neuer Mann neben Friedrich Merz soll der Bundestagsabgeordnete und Chef der Grundsatzkommission der CDU Carsten Linnemann werden. Er gilt in der Partei als konservativer Hoffnungsträger und war seit März Amtsantritt der heimliche Generalsekretär der CDU. Die Auswechslung kommt in der Parteibasis gut an. Das ist eher ein Vertrauensvotum für Carsten Linnemann. Das Land befindet sich in einer wirtschaftlich ausgesprochen schwierigen Lage. Und Carsten Linnemann ist auch über Parteigrenzen hinweg ein anerkannter Wirtschaftsexperte und er soll auch wohl für ein klareres Profil der Union sorgen. Denn zuletzt hatte die AfD in Umfragen einen Höhenflug erlebt. Die CDU konnte dem bisher nichts entgegensetzen. Das soll sich mit Carsten Linnemann nun ändern. Und damit schauen wir vor die CDU-Bundeszentrale, das Konrad-Adenauer-Haus hier in Berlin, zu Leonie von Randow. Guten Morgen, Leonie. Tja, Mario Chaya war also nicht so der berüchtigte Kettenhund, aber Carsten Linnemann steht jetzt auch nicht dafür, ein Kettenhund zu sein und richtig anzugreifen. Warum hat Friedrich Merz diese Auswechslung dennoch vorgenommen? Schönen guten Morgen, Carsten. Ja, jetzt ist bei der Ampelregierung Halbzeit. Das heißt, so langsam machen sich die Parteien wieder fit für den Bundestagswahlkampf. Und da geht es eben jetzt darum, so ähnlich wie im Fußball, einen Offensivspieler einzusetzen. Und Carsten Linnemann, anders als Mario Chaya, der ist eben dafür bekannt, immer wieder eigene Akzente zu setzen, immer wieder auch kontroverse Themen mal anzugehen. Und deshalb möchte eben Friedrich Merz jetzt auf jemanden setzen, der eben nicht so Blass daherkommt, wie zuletzt eben immer wieder der etwas unglückliche Mario Chaya. Gerade machen Friedrich Merz vor allen Dingen zwei Punkte etwas nervös. Punkt 1 ist das Umfragehoch der AfD. In manchen Umfragen, da liegt die Union ja nur noch wenige Prozentpunkte vor der AfD. Teilweise sind es nur 5,5%. Der Abstand schmilzt also. Und das ist natürlich insbesondere mit Blick auf die 3 Landtagswahlen im Osten Deutschlands im kommenden Jahr eine Gefahr, der Friedrich Merz da mit einem deutlich konservativ aufgestellten Politiker, den er sich als Generalsekretär holen möchte, begegnen will. Punkt 2 ist, dass es auch CDU-intern kritisch werden könnte. Denn da bekommt Merz Konkurrenz in Nordrhein-Westfalen. Da läuft sich der Ministerpräsident Hendrik Wüst warm. Es ist nämlich ein offenes Geheimnis, dass auch der gerne Kanzlerkandidat für die Union wäre. Und da braucht eben Friedrich Merz jetzt einen
einen Generalsekretär, auf den er sich im Wahlkampf voll und ganz verlassen kann. Und da ist Carsten Linnemann ihm eben inhaltlich und wohl auch persönlich näher als Mario Chaya. Das heißt, Leonie, worauf müssen wir uns einstellen? Was wird Linnemann wie anders machen als Mario Chaya? Lena, Linnemann ist zum einen ein ganz profilierter Wirtschaftspolitiker. Er ist promovierter Volkswirt. Er hat die Mittelstandsunion jahrelang geleitet bis 2021. Er macht auch immer wieder mit ganz konkreten Vorschlägen von sich reden, was man eben anders machen könnte, wie man Wirtschaftspolitik in Deutschland anders gestalten könnte. Zum Beispiel hat er jüngst eben gefordert, dass Rentner steuerfrei sich etwas dazu verdienen können sollen, damit man eben dem Fachkräftemangel begegnen kann. Und klar ist, dass Friedrich Merz in den Wahlkämpfen sowohl im Blick auf die Bundestagswahl als auch mit Blick auf die Landtagswahlen versuchen wird, eben mehr wirtschaftspolitische Themen zu bespielen. Und da ist eben Carsten Linnemann für ihn die bessere Option als Mario Chaya, der ja vom wirtschaftspolitischen Flügel nicht kommt, sondern von der Arbeitnehmerseite, also eher auf der linken Seite steht. Das also mit Sicherheit ein Grund, warum er sich jetzt für Carsten Linnemann entscheiden möchte. Unser Fernsehsender Welt versorgt Sie rund um die Uhr mit den aktuellen Nachrichten und Hintergrundberichten. Hier beleuchten wir die wichtigsten Themen des Tages und ordnen das Geschehen für Sie ein. Wie Sie uns im TV finden können? Ganz einfach. Indem Sie den Sendersuchlauf an Ihrem Fernseher starten, eine Anleitung finden Sie hier oben verlinkt. Zusammen mit einer Erklärung, wie Sie uns dann über Kabel, Satellit, Streaming, IPTV empfangen können. Hallo und ganz herzlich willkommen hier bei Welt.